Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Create. Heute werden wir die Train Tracks bauen. Da formen wir zwei Deployers und eine Presse. Also, let's go. Wir müssen erstmal 8 Sheets machen für den Deployer. So, dann machen wir uns erstmal die Hand. Noch 2 Eisen Sheets. Dann machen wir erstmal einen Electron Cube und dann sollten wir alles haben für die Deployer. Bam. Dann brauchen wir noch 2 Shoots und natürlich die Presse. So. Ich hoffe, das reicht von der Raumfahrt. Jetzt kommt natürlich ein Illager. So, das reicht jetzt von der Baumfarm, die Energie. Das muss jetzt nämlich erstmal wird es ein Shaft und packen das so hin. Hier kommen oben dann die Sachen dran, die Presse. Die beiden Deployer. Die müssen natürlich auch nach unten zeigen. Der ist jetzt auch richtig. Der ist auch richtig. Dann müssen wir die beiden noch verbinden. Ne, der muss so hin. Das bewegt sich. Das heißt, es reicht sogar schon aus. Ich habe bemerkt, ich habe jetzt zu wenige Barrels gemacht, aber ich muss ja eh noch was machen. Also ist kein Problem. Hier oben die Shoots. Drüber dann natürlich Barrels. Bauen wir hier noch ein Barrel und hier ein Barrel, dass er die Sachen aufnimmt. Und dann natürlich eine Seed Funnel. Gucken, habe ich hier zufällig. Guck mal, ein Barrel habe ich noch, das heißt, ich muss mir noch einen craften. Kommt hier, wie gesagt, ein Barrel hin und hier. Einfach nur noch Funnel hier rein und hier rein. Ich hoffe, das geht auch, aber es sollte gehen. Wir jetzt hier an die Eisennuggets reinpacken. Habt ihr eure Slabs hier und die packt dann hier rein. Und wenn sich das jetzt auch in die richtige Richtung drehen würde. Nee, ist nicht so schlimm, ich wechsle einfach das aus. Ja, okay, dann wechsle ich das kurz mal. Hier dann Barrel wieder. Oh, wieder der Schuh dran. Dann hier die Presse. Aha. Ein bisschen langsam, aber kann man dran arbeiten. Sollte die Hand. Okay, es geht nicht. Dann müsste das noch ein weiter raus. Nochmal von neuem. Jetzt hier. Funktioniert das auch? Ich habe es ein bisschen schneller gemacht. Aber nur ein bisschen. Hier ist ja noch das alles drin. Kommen hier nochmal die Slabs rein. Und gucken. Jetzt sollte die Hand runterkommen. Und macht das nicht. Weil. Weißt du warum? Die sind falsch rum. Der eigentlich warten. Ja, guck. Jetzt geht er runter. Und es wird. It's a track. So, im Gleis. Natürlich müsste ich das ein bisschen schneller machen, aber ich glaube, dafür reicht keine Windrad nicht aus. Da müssen wir noch ein bisschen was dran bauen. Aber das kann man ja einfach so nebenbei laufen lassen. Ist ja nicht schlimm. Dann brauchen wir noch eine Sache. Wir brauchen den Sprout, um die Station zu bauen. Also, ja, brauchen wir erstmal ein Copper Casing. Und Sprout ist ja ganz einfach dann. White Cape und das Copper Casing. So, ich glaube, dafür brauchen wir nicht mal irgendwie Energie. Das heißt, wenn ich jetzt da Lava reinpacke, dann sollte das schon funktionieren, oder? Oder geht das? Okay, das geht nicht so einfach. Brauchen dafür eine Pumpe anscheinend. Oder beziehungsweise, ja, eine Pumpe brauchen wir. Wir brauchen natürlich die Pumpe ein bisschen Energie. Das wird gleich überstresst sein, oder? Ist. Ja. So, dann packen wir hier die Lava rein. Und. Brauche ich noch ein paar mehr Pipes. Ich habe die alle hier im Inventar. Mann. So, dann sollte das doch alles da rauspumpen, oder? Müssen wir ein bisschen fixen. Er will nicht. Warum will er nicht? Ah, jetzt.
Ich weiß jetzt nicht, woran das Problem, also was das Problem war. Genau. Wir brauchen nämlich für die Train Station ein Train Casing. Da brauchen wir Sturdy Sheet. Und Sturdy Sheet machen wir halt, indem wir Obsidian Powder haben, das dann mit Lava einmal besprühen und dann zweimal in der Presse pressen. Also, ja, brauchen wir erstmal Obsidian, das wir crushen. Achso, ja, ich habe mir jetzt zwei Crushing-Wizards gecraftet. Und ja, ich habe schon vier bekommen. Und ich bekomme jetzt ständig immer noch einen Obsidian-Block dazu. Die Drop-Rate liegt eigentlich bei 75%. Aber ich bin anscheinend ein bisschen luckier. Und ey. Und das ist buggy. Das kann jetzt natürlich auch sein. Dass es buggy ist. Also ich mehr bekomme, als ich eigentlich sollte. Oh ja, wie gesagt, ich bin einfach lucky. Okay, da kommen, machen wir 8 und dann reicht's auf jeden Fall erstmal. Mal gucken, dann legen wir jetzt einmal unter dem Sprout. Ne, nicht das dort, sondern. Ja, guck. Dann. Einmal die Presse. Ne, zweimal. Eins. Zwei. Perfekt. Und der auch. Danke sehr. Der auch nochmal. Genau. Dann. Aber mit Press Casing. Um dann Train Casing zu machen. Habe ich noch Press Casings? Ein. Ah, ich brauche, glaube ich, noch einen auf jeden Fall. Da mal gucken. Platziere ich die mal und drauf. Hopp. Perfekt. Logistical Age. Perfekt. Damit kann ich dann jetzt endlich. Was wollte ich machen? Genau, die Train Station machen. Brauche noch einen Kompass. So, Kompass habe ich jetzt. Und jetzt einfach das dann nehmen und. Ach, wir bekommen sogar zwei. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Gut, dann brauchen wir nicht beide Casings. Dann können wir Casing für später verwenden. Müssen irgendwann mal brauchen. Oder zur Dekoration oder wer weiß. Okay, Trade Signal könnten wir machen noch. Observer. Und okay, Train Controller brauchen wir dann später zum Bauen, aber das machen wir jetzt nicht in dem Part. Wir haben schon mal ein Stack voller Tracks, das ist ganz gut. Das war jetzt erstmal als kleiner Test-Deal. Mal gucken, ob das auch funktioniert, wenn ich den jetzt hier anklicke. Okay, warte, kann ich hier auch drehen mit der Wrench? Noch gar nicht ausprobiert. Das? Nee. Ah, ich kann die abbauen so. Muss glaube ich so facen, oder ja genau. Dann wenn ich jetzt hier nochmal drauf drücke und dann kann ich das ziehen. Genau. Kann ich auch so wenden. Nice, nice, nice. Und unten steht auch, wie viel wir verwenden. Wenn wir bis hier bauen wollen, brauchen wir 16. Machen wir erstmal ein kleines Stück. So, von 8 Blöcken. Wenn den Observer hier hinpacken, kommt dann so ein Zeichen, wohin der fährt, ob er jetzt nach links oder nach rechts fährt. Ah, genau, wir müssen erstmal drauf drücken, damit er das mit der sich damit verbindet. Wenn wir es jetzt hier drauf drücken, genau. Hat er sich quasi damit verbunden. Wenn wir jetzt ein Create New Train sagen, brauchen wir aber noch so ein Boogie. Ein Bogie. Oder brauchen wir es noch? Kann man, oder ist irgendwie anders? Ist das noch? Das ist ja nicht ein Boogie. Train Casing, use Train Casing on. Okay, ich brauche noch ein Train Casing. Alles klar, dann haben wir genau das Richtige gemacht. So, und wenn wir den jetzt hier drauf drücken, also hier. Use Train Casing on. Remove Boogie by breaking the block on the top. Build carriage attached. Okay. Jetzt auf Assemble Train drücken. No structure attached to. Window, okay. Genau, wir brauchen jetzt noch einen Controller dafür und ein Seed. Oder? Heißt nicht Seed? Ja, ich weiß nicht, was Seed. Nice, brauchen wir einfach Wolle und eine Half-Slab. Ich weiß nicht, ob ich die zusammenkleben muss. Das weiß ich jetzt nicht. So, weil ich habe auch echt noch nicht viel damit gemacht. Oder beziehungsweise noch gar nichts. Ich habe mir nur Videos dazu angesehen, aber jetzt dachte ich mir so, komm. Das muss ich jetzt auch ausprobieren. Und schon mal draufsetzen. Natürlich können wir noch nichts machen, weil wir noch keinen Controller haben.
Ich würde aber sagen, Leute, wir werden in der nächsten Folge richtig damit arbeiten. Ich muss auch wissen, genau, wo ich das hinbauen möchte. Ich glaube, ich werde eine Trainstation am im Village bauen. Also, bis zur nächsten Episode. Bye bye.